Brücke der Hyperion, 23 Uhr Bordzeit. Sir, ich habe eine kodierte Übertragung von einer Quelle aufgefangen, die ich nicht zurückverfolgen kann. Okay. Sie besagt, dass Tosh Teil einer geheimen Operation war, die Projekt Shadowblade genannt wird. Dabei wurden Jorium und Terrazin eingesetzt. Projekt Shadowblade. Nicht Dark Shadow. Wir werden Phantome genannt. Ghosts der nächsten Generation. Und wann genau hattest du vor, mir davon zu erzählen? Gar nicht. Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse, Reno. Das heißt aber nicht, dass ich eine Gefahr... Hat schöne LEDs am Amt sucht. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Oh ja. Irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit, ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Minsk sein. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Lass das nicht zu. Für den Augenblick warte ich erstmal ab. Zumindest bis ich rausgefunden habe, wer diese Übertragung geschickt hat. Abwarten und ein Schnäpschen trinken. Das ist Rainer. Du kannst es ja versuchen. So, da haben wir die Mission, wie gesagt, auch geschafft. Wir sind jetzt auf der Schiffsmesse der Hyperion. Eine Stunde etwas später. Was gibt's denn Neues auf der Messe? Wir können wieder... Oh, Tosh, können wir reden. Neue Söldner. Wir gucken mal rein. Vielleicht holen wir uns mal ein paar Söldner. Aber das sind halt echt die Warpix, die wir jetzt am besten wissen. Das... Was macht denn der? Elite-Goliath. Nee. Nee. Die Warpix gefallen mir, der Rest... Nee. Tosh, was will er denn? Du tust mir also immer noch nicht, Bruder. Bruder. Solange du dich nicht entschieden hast, haben wir nichts zu besprechen. Okay, dann besprechen wir halt nichts. Dann können wir halt mit Typhus noch eine Runde reden. Dieser Tosh ist nicht ganz dicht, Jimmy. Der murmelt die ganze Zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen, die er da hat. Tja, weißt du, ich brauche halt jemanden, der deine gewählte Ausdrucksweise und guten Manieren ausgleicht. Der tickt doch nicht richtig. Ja. Ich habe ja nichts gegen Leute, die eine kleine Macke haben. Aber der Typ, der ist komplett irre. Ein kleiner Voodoo-Priester. So, Nachrichten können wir da gucken. Naja, cool, gucken wir mal die Nachrichten rein. Über Million Live. Zahlen gehen in die Tausende. Millionen. Eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeitersiedlung in Schutt und Asche gelegt hat. Liga-Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war. Aber was? Unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss. Dies wirft eine Frage auf. Ist es möglich, dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind? Für UNN berichtete Kevin von so. Der Kernwelt Nefor 2. So, da haben wir die neuesten Nachrichten. Dann gucken wir mal ins Labor. Wir haben jetzt einen Bonus. Teil freigeschaltet. Können wir mit Hansen sprechen? Ja, los, Hansen. Was will sie denn? Ich habe die Tests von dem Terrazingas durchgeführt, um die du mich gebeten hast. Okay. Es hat auffallend ähnliche Eigenschaften wie Vespingas. Jedoch sind darin einige sehr exotische organische Zusätze enthalten. Also besser. Irgendeine Ahnung, wozu es verwendet werden kann? Nun, es würde definitiv die Gehirnfunktion beeinflussen. Okay. Ich schätze, deshalb könnte es als Droge oder Aufputschmittel verwendet werden. Ah, Drogen, was? Aufputschmittel? Das machen wir in Stimpack rein. Sind ja Terraner noch ein bisschen schneller. Und schießen noch stärker. Hatten wir nicht? Ja, hier können wir eins freischalten. Die Angriffsgeschwindigkeit und den verursachten Schaden. Das ist schon geil für Marines. Oder halt Panzerung und Trefferpunkte. Nee, die haben eh wenig Trefferpunkte. Wir gehen auf Damage. Das nehmen wir. So, was gibt's denn hier als nächstes Schönes? Raffinerien 25% schneller. Versorgungsdepot sofort bauen, das ist richtig geil. Gucken wir mal auf die Brücke. Ah ne, jetzt Arsenal will ich erst. Was gibt's denn hier Schönes Neues? Sanitäter, heilen schneller und effizienter. Das nehmen wir. Das ist teuer. Egal, nehmen wir. Und das Türmchen gibt's, okay. Und hier gibt's jetzt die Goliaths. Ja, ich spiele Infanterie. Feuerfresser spielen nicht so oft. Hier brauche ich noch ein bisschen was. Gehen wir zurück. Gehen zur Brücke. Sprechen nochmal Turner. Was hältst du von dieser verschlüsselten Nachricht, Matt? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist, wird Mengsk sicherlich versuchen, ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen. Aber Tosh verschweigt uns etwas. Wenn wir diese Revolution gewinnen wollen,
Ich weiß. Dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen. Viva la Revolution. So, wir gucken mal, was es für eine schöne Mission gibt. Oh, jetzt gibt es hier 3 Stück. Heaven. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut. Aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Ein sicherer Hafen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zert-Virus ausgesetzt. Kolonieschützen. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Es gibt Forschungsmöglichkeiten, keine Ahnung wie viele. Ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und ein paar Credits. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Das sind die Ziele, die gab es zuvor noch und hier. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xin. Ich weiß nicht, was spielen soll. Der große Zugraub, es gibt da Panzerjäger-Einheit. Kann Feuer merken, sich bewegt. Das ist natürlich geil, die Cobra. Ich würde sagen, wir machen Tarsonis auf Portal. Und schauen uns das Video noch an. Diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Die Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert. Okay. Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge, aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt, also wissen wir nicht in welchen. Also alle zerstören. Wir müssen so viele wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Wir brauchen kein Glück, wir haben Marines. Es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Fett gepushte Marines. Ist schon in Ordnung, Matt, du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tigers wird ausflippen. So, und da sind wir auch schon wieder. Der große Zugraub. Es geht los. Kobras können während der Bewegung angreifen, weshalb sie auch die Jagd eignet. DTs, die bewegen sich und dackern. So, hier gibt's Minerals. Was gibt's noch Schönes? Es gibt... Oh, es gibt verlassene Fahrzeuge. Geil. Da haben wir schon mal eins. Hier holen wir uns die Minerals. Sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konfigurierte Fahrzeuge. Da holen wir uns Minerals. Und wir bauen dann WBS. Hallo, macht ihr da? Mann, ich hab gar nicht gewusst, dass die über das Prototyp. Du sollst hier doch das Teil holen. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Haben wir noch eine Cobra? Lade ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. 6 Cobras muss ich finden. Gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können? Und 3 Forschungspunkte. Unsere Augen offen halten. Okay, dann haben wir schon mal 3 Cobras. Gucken einfach weiter rum. Hier ins Gas. Wir nehmen mal frühe Upgrades für die Cobras. Da ist noch eine Cobra. Wir haben die 4. Dann gucken wir hier mal rum. Wir brauchen natürlich Depots. Hier einen Reaktor dran. BBM einsatzbereit. Ja, nehmen wir mal 2. Barrack. Nee, nehme ich nicht. Ich baue mehr davon. Kein Vespingas. Ihr mit dran, du mit dran. Und ihr mit hin. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Ja, kann er ja. Den mache ich hier am Ende fertig. Das reicht. Oh, was gibt's da Schönes? Leider keine Cobra. Aber ja, Minerals. So, wir nehmen die Upgrades schon mal. Mehr WBFs. Die Post kommen. Kann man immer noch keinen leisten. Und ich werde mal dem Zug entgegenfahren. Brauchst du noch ein Depot? Dahin, dorthin. Hier geht man nach unten. So, und dann schießt man und fahrt. Ja, das ist schon echt geil. Aber der Damage lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ah, der wird besser. Wenn ich genug Gas habe. Auf jeden Fall mehr Cobras.
Oh, die hinterlassen auch Ressourcen. Das ist natürlich richtig nice. Ausgezeichnete Arbeit, Sir. Kann ich mir nämlich gleich Kobras holen. Des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. Augenscheinlich gibt es hier nicht viele natürliche Mineralien vorkommen. Okay. Also sollten wir das Beste aus dem machen, was wir aus den Zügen bergen können. Maschinenteile? Nee, da will ich nicht hin. Einsatzbereit. Hier gibt es irgendwo eine Zerg. Da ist noch eine Zerg-Forschung. Gucken wir mal hier noch lang. Hier gibt es Minerals. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Hier gibt's Minerals. Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die die Züge beschützen sollen. Hier gibt's Minerals. Und da gibt's eine Base. Eine Kobra muss ich noch finden. Noch mal gucken, wo die ist. Wo die sich versteckt. Nicht genug Vespingas. Ich baue noch schon Vespingas ab. Der kann ich nicht bauen. Reicht anscheinend trotzdem nicht. Du baust mir noch eine Barrack. Und du nur das zweite Gas. Nein, ihr nicht angreifen. Ihr angreifen. Jetzt können alle angreifen. Euch brauche ich eigentlich nicht. Euch kann ich gebrauchen. Nicht da noch, da habe ich noch Minerals. Commander, ich treibe das Vieh vor sich her. Von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns besser bereit. Da kommen sie schon. Ja, das ist ja noch okay. Noch ein Reaktor dran. Nochmal von euch. Hier mal drei hier noch mit reparieren. Noch ein paar davon. Wir nehmen nochmal die Marines, das Upgrade, weil da kriegen wir 5% mehr Bonus. Hier können wir noch hoch. Aber wo soll die letzte Kobra sein? Irgendwo ist noch eine Kobra. Nur wo? Erweiterung fertiggestellt. Ja, damit machen die schon extrem viel mehr Damage, also Schaden 22. Jetzt wisst ihr, was sie vorher gemacht haben. Wo soll denn die letzte Kobra sein? Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Und noch welche? Nee. Wo ist die letzte Kobra? Da ist die letzte Kobra. Sehr gut. Anscheinend haben wir alle Kobras der Liga gefunden, Sir. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. So, ihr auf die 2, du auf die 1, du auf die 3. Die 2 produziert mal. Die 1 produziert mal. Ich will gerne mal die Bunker wegmachen, weil, nee, nicht auf meiner Strecke, bitte. Ja. Wir brauchen mehr Depots. Wir haben ja ein paar Minerals übrig. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Mineralienfeld erschöpft. Was wurde denn da jetzt angegriffen? Keine Ahnung. Benötige weitere Depots. Und was kommt denn der jetzt? Oh, ein Raven dabei. Haben die diese komischen Bomben? Gucken wir mal, ob die Bomben haben. Oh ja, die haben Missiles. Nicht gut. Der Raven muss weg. So, und dann noch ein paar davon.
Der Bunker muss weg, den mag ich nicht. Noch ein paar Warpix, ne, kann ich noch nicht. Noch ein paar Medics. Die Minerals sind alle. Das heißt, wir müssen mal hier hochgucken. Da was ist, da ist auf jeden Fall was. Ah, die Misse. Oh, die tut weh. Ich habe ihn nicht bekommen. Die Missel ist echt höllisch böse. Ich bin genau reingelaufen bin gerade. Ja, ich habe gar keine Minerals, um noch was zu bauen. Das ist schlecht. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Was wichtig? Sehen da was? Das muss getötet werden. Benötige weitere Depots. Alle hier runter. Was nicht passt, wird eigen erschreckt. Ich müsste es halt mal reparieren. Schlechte Neuigkeiten? So, nach dem Zug habe ich ja Minerals. Passt also. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich muss aber wieder das Teil abfangen. Da kommt's. Nein, nicht WBFs. So, dann kann ich eine Kommando-Barrack bauen. So. Command Center, baue jetzt das Command Center. Hier können wir reparieren. Euch stelle ich einzeln. Sir, ich orte Jagdtrupps der Liga, bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die Schienen patrouillieren. Ihr könnt damit hin. Ich werde ihren Standort mit einem roten Warnsymbol. Dann nehme ich mir alle Marines. Wäre aber am besten, sie zu umgehen. Nö, ich gehe gar nicht. Worauf soll ich ballern? Losgeladen und endlich schlechte Neuigkeiten? Alle repariert, keine Minerals mehr. So, den ersten Trupp ist weg. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Los, Long Distance Mining. Die Liga hat irgendwie die Geschwindigkeit ihrer Züge erhöht. Ihr werdet Cobras brauchen, um sie abzufangen. Juhu, keine Raven mehr, das ist sehr gut. Nur weiter. Nehme ich erstmal nur euch. Mir gefällt ihre Art zu denken. Alles klar. Ausgezeichnet. Ja, der ging schnell tot. Ich hätte hier noch ein paar natürlich hier mit dran lassen können. Hier haben wir die Upgrades. Ja, das würde ich eigentlich auch mal nehmen. Bisschen spät. Die haben zwei. Oh, die sind böse. So, hier haben wir genug Minerals. Das läuft. Noch zwei Züge. Und bis jetzt noch keinen verpasst. Keine Minerals. Also keine Warpix. Jetzt kommen Warpix. Und dann hole ich mir die, nämlich die noch. Die alle dahinter. Oh oh. Das ist jetzt richtig schlecht. Aber ich bekomme alles. Mit ein paar Verlusten. Geht aber. So, ihr müsst reparieren. Aber sicher. Und hier brauche ich noch ein paar. Und du machst nichts, das ist schon mal sehr schlecht. Nicht genügend Mineralien. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Sehr schnell. Dann hatten nämlich keine Hellions, das ist keine Ravens. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Alles klar. Ich warte.
So, die haben wir auch. Noch ein Zug kommt. Ihr könnt reparieren. Ihr könnt alle heilen. Das ist auch durch für den letzten Fight. Oh, da unten ist noch ein Forschungspunkt. Das brauche ich. Kann ja da irgendwie vorbeisneaken? Ich denke schon. So, alle Kobras habe ich. Die Knochen habe ich gleich. Nee, hier muss ich lang. Sehr gut, dann habe ich die Knochen. Dann kannst du zurück. Wir haben eine sehr gesunde Armee. Alle geheilt. Dahin, dorthin. Und wir sammeln uns jetzt einfach hier. Ja, das Upgrade schaffen wir, glaube ich, eh nicht mehr. Dazu wird bestimmt gleich kommen. Hier sind Minerals, Gas alle. Wir bauen noch ein Depot. Bitte nicht so klumpen. Dankeschön. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Okay. Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Züge getunt haben. Oh, Fettpanzer. Jetzt stellen sie größere Eskorten zusammen. Mehr Goliaths, also noch mehr Goliaths. Ravens, Benjis, zwei Raven. Ich brauche zwei zum... Oder kann der zwei auslösen? So, und jetzt können wir. Ja, easy going. Den Raven noch geholt. Sehr schön. Sehr schön. Einmal frei. Sir, wir orten elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. So, dann komm schon. 2-3-4-6 online. Sieht aus wie vom ersten Teil. Einsatzbereit. Neu-Gettysburg Verteidigungsinitiative. Zugangscode eingeben. Da brat mir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Konföderation. Okay. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie dich unbedingt wiederhaben wollten? Das würde ich aber auch gerne mal wissen. So, dann schauen wir mal. Jo, wir haben alle Erfolge jetzt. Das ist sehr gut. Und auf Brutal haben wir eigentlich auch alle bekommen. Wir haben die Jagdtrupps zerstört auf Brutal. Und wir haben keinen Zug passieren lassen auf Brutal. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi, euer Rob.